Hi meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal dreht sich alles rund ums Kochen und Backen mit Kürbis. Und dafür habe ich schon ein Stück Kürbis hier vorbereitet. Es handelt sich um ein Stück Hokkaido-Kürbis. Der ist einfach am einfachsten zum Verarbeiten, wie ich finde. Und aus diesem Stück Kürbis werden wir nicht nur eine Kürbiscremesuppe machen, sondern auch einen American Pumpkin Pie. Ich möchte gleich mit dem American Pumpkin Pie beginnen. Dafür brauchen wir 425 Gramm von diesem Kürbis. Ich denke, das passt. Gut, da wir den natürlich nicht einfach so in den Kuchen hineingeben können, schneiden wir ihn jetzt klein, um ihn danach in die Mikrowelle zu geben, damit er ein bisschen weicher wird und damit wir sowas wie ein Püree draus bekommen. So, diese klein geschnittenen Stücke geben wir jetzt in ein mikrowellenfähiges Gefäß, in diesem Fall eben eine kleine Schüssel. Wichtig auch, das kann auch die Schale vom Kürbis verwendet werden, da es sich ja bei diesem Kürbis um einen Hokkaido handelt. So, jetzt geben wir noch etwas Wasser dazu und einen Deckel drauf und dann geht's ab in die Mikrowelle. Während der Kürbis in der Mikrowelle schmort, starten wir schon mal mit der Kruste für den Pumpkin Pie. Und dazu brauchen wir jetzt Folgendes. 200 Gramm Mehl, in dem Fall glattes Mehl. Dann brauchen wir noch 3 Esslöffel Zucker. Etwas Salz. Dann brauchen wir noch 100 Gramm Butter. Ich nehme in dem Fall aber Margarine. Einfach weil die Butter immer so hart ist zum Verkochen. Und dann brauchen wir noch ein Ei und 2 Esslöffel Wasser. Für die Kruste gebe ich jetzt das Ei, das Wasser die Butter bzw. Rama und das Mehl, Zucker und Salz in die Rührschüssel. Nachdem wir jetzt alles gemeinsam in die Rührschüssel gegeben haben, werden wir es jetzt alles vermixen und dann haben wir schon mal die Kruste vom American Pumpkin Pie. Nachdem die Küchenmaschine jetzt den Teig schon etwas verknetet hat, gebe ich ihn jetzt aus der Rührschüssel heraus und knete ihn noch mit den Händen ein bisschen weiter. Also wenn man da jetzt ein bisschen drückt, merkt man dann, dieser Teig ist noch ein bisschen, also biegt noch ein bisschen an den Händen und deshalb geben wir noch etwas Mehl zum Teig dazu. Einfach damit er sich noch besser kneten lässt. Ihr könnt den American Pumpkin Pie natürlich in einer Tartform machen. Ich möchte ihn jedoch als eine nette kleine Nachspeise servieren und habe mir deshalb solche kleinen Tartförmchen besorgt. Diese habe ich schon ausgebuttert, wie ihr seht. Und in diese Tartförmchen kommt jetzt dann der Teig. Natürlich müssen wir ihn zuerst noch ausrollen und dann wird einfach die Form ausgelegt mit der Kruste. Wir teilen jetzt den Teig in 4 Stücke, da ich ja 4 Förmchen habe, und geben den Teig dann in die Förmchen hinein. Das Förmchen sieht jetzt so aus, eben komplett ausgelegt mit dem Krustenteig. Nachdem wir jetzt die Förmchen mit dem Teig ausgelegt haben, geben wir sie für ca. 30 Minuten in das Gefrierfach. Nachdem die Kruste jetzt im Kühlschrank schon ein bisschen friert, geben wir den Kürbis aus der Mikrowelle in ein Gefäß,
damit wir das dann pürieren können. Jetzt nehmen wir einen Pürierstab und pürieren den Kürbis, der jetzt direkt aus der Mikrowelle gekommen ist. So, nachdem wir jetzt den Kürbis püriert haben, geben wir noch die anderen Zutaten für die Füllung des Kuchens hinzu. Unter anderem nehmen wir hierfür 200 ml von einer Kondensmilch. Also wir brauchen 200 ml Kondensmilch. Zwei Eier. Jetzt brauchen wir eine Messerspitze Nelkenpulver. Einen Teelöffel Zimt. Und etwas Muskatnuss reiben wir auch noch hinein. Dann vermischen wir die Zutaten und nehmen hierfür einfach wieder den Pürierstab. Für den guten Geschmack geben wir auch noch ein bisschen Salz hinzu. Jetzt können wir dann langsam schon den Ofen vorheizen, nämlich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. In die kalten Förmchen geben wir jetzt die Füllung hinein. So, und die Förmchen kommen jetzt ca. 25 Minuten in den Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, bis sie schön braun sind. Nach ca. einer halben Stunde im Ofen ist jetzt eins von den Pumpkin Pie Törtchen schon heraus und wie ihr seht, eine goldbraune Farbe sieht zum Anbeißen aus. Zum Servieren gebe ich dann immer noch ein bisschen, gerne noch ein bisschen Schlag obendrauf. Sieht doch gleich viel netter aus. So, und jetzt geht's weiter mit der Kürbiscremesuppe. Die ist noch ein bisschen leichter als der American Pumpkin Pie. Für die Kürbiscremesuppe geben wir etwas Margarine in den Topf und schalten ihn auf 9, damit es schön heiß wird. Da wir leider keine Zwiebel zu Hause haben, nehme ich einfach Röstzwiebel. Geht genauso gut. So, während wir warten, haben wir schon den Kürbis zurechtgeschnitten. Hier haben wir jetzt noch ca. 250 Gramm vom Hokkaido-Kürbis, der jetzt noch verbrutzelt wird. Während es hier schon langsam zum Verbrutzeln beginnt, können wir auch schon den Hokkaido-Kürbis in den Topf geben. Der soll nämlich ein bisschen anbrutzeln. Natürlich schauen, dass er nicht anbrennt, der Kürbis. Aber er soll schon ein bisschen eine Farbe bekommen. Weil es einfach dann besser schmeckt. Also, wir merken, der Kürbis bekommt langsam eine Farbe. Wichtig hier immer ein bisschen umrühren, einfach damit er nicht anbrennt oder dann zu viel Farbe bekommt. Ist einfach nur schön goldbraun, dann passt es auch mit dem Geschmack. Wir können dann auch langsam die Röstzwiebel hinzugeben. Einfach so eine Handvoll, vielleicht ein bisschen mehr. Ich bin ein großer Röstzwiebelfan, da gibt es dann ein bisschen mehr auch. Je nach Geschmack. Wichtig ist, wir brauchen jetzt dann eine Hühnerbrühe, um den Kürbis aufzugießen. Die bereite ich am besten immer mit einem Wasserkocher vor. Da brauchen wir einen halben Liter und ich verwende dann immer einen Suppenwürfel für Hühnerbrühe. So, das sieht schon sehr gut aus. Das riecht auch schon sehr gut.
Deswegen können wir jetzt das heiße Wasser hinzugeben. Und eben auch einen Suppenwürfel oder wie wir es in diesem Fall haben, eine Hühnerbrühe aus dem Glas. Das rühren wir nochmal gut um. Es soll einmal kurz aufkochen, dann können wir es zudecken und natürlich zurückschalten auf 1 oder 2. Und dann soll das circa ein Stündchen vor sich hin brodeln, damit der Kürbis schön zerfällt. Nachdem jetzt die Kürbissuppe eine Stunde vor sich hingeköchelt hat, geben wir jetzt etwas Creme Fin hinzu, in dem Fall 250 Milliliter. So, hier dampft es schon richtig. Schalten wir gleich ein bisschen zurück, denn wir müssen auch gleich noch den Pürierstab verwenden. Ich gebe auch dann gern noch immer ein bisschen Wasser in diese Creme Fin Flasche und gebe dann auch noch den Rest dazu. Sonst bleibt immer so viel vom Produkt in der Flasche. Gut, dann rühren wir noch kurz um und dann geht es schon zum Stabmixer. Wegen der Hitze, aber auch wegen der Lautstärke vom Mixer lege ich immer gerne ein Geschirrtuch unter. Und dann mixen wir jetzt einfach die Suppe ein bisschen durch, damit der Kürbis schön püriert ist. Wenn man dann spürt, dass keine Stückchen mehr oder fast keine Stückchen mehr in der Suppe sind, dann sind wir fertig mit dem Pürieren und können den Pürierstab weglegen. Je nach Kürbis hat die Kürbiscremesuppe eine andere Farbe. Manchmal ist sie etwas heller, manchmal etwas dunkler, das sehen wir hier. Das ist eher eine leicht orange Suppe, aber normalerweise schmeckt es immer gut. Jetzt geht es zurück auf die Herdplatte. Wir schalten wieder die Herdplatte wieder ein und würzen jetzt das Ganze, nämlich mit Salz, mit etwas Pfeffer aus der Mühle wird die Suppe gewürzt, je nach Geschmack. Ich mag es immer gern mit ein bisschen mehr Pfeffer, aber je nach Geschmack kann das natürlich variiert werden, vielleicht auch mit Chili. Und das Wichtigste zum Schluss, ein Spritzer Zitronensaft. Das macht einfach die Suppe ein bisschen frischer. Das ist wirklich ein Unterschied. Mit Zitronensaft ist sie einfach, schmeckt sie ein bisschen leichter und ein bisschen frischer. Gut, dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Suppe. Ich persönlich mag es lieber, wenn ich sie später nochmal aufkoche, bevor ich sie serviere. Einfach, weil sie doch noch ein bisschen, der Geschmack von den Gewürzen sich ein bisschen besser ausbreiten kann und sie dann noch besser schmeckt, als sie es jetzt schon tut. Gut, dann lasst es euch schmecken.